zum heutigen Video hier auf meinem YouTube-Channel. Heute gibt es ein kleines Tanz-Tutorial, nämlich zum Rockabilly Stroll. Das ist so, ganz viele sagen immer, der Rockabilly Line Dance. Es ist vom Prinzip her auf jeden Fall sehr ähnlich, denn es ist einfach ein Schritt, der immer wieder getanzt wird und vor allem auf sämtlichen Events oder auch beim Weggehen, wenn ein Song kommt, zu dem man einen Stroll tanzen kann, ist es immer sehr schön, wenn sich einfach so eine Gruppe von Menschen auf der Tanzfläche sammelt und alle tanzen das einfach gleichzeitig. Es sieht super cool aus. Ich habe für dieses Video Musik gesponsert bekommen, quasi von einem lieben Freund von mir, den ich euch hier kurz auch anpreisen möchte, nämlich den Sascha Kommer. Und der ist ein grandioser Musiker und hat mir eben diesen Song zur Verfügung gestellt, den wir auch benutzt haben. Der ein oder andere hat es vielleicht gesehen, für ein kleines Gruppenvideo mit ganz vielen anderen Vintage-Mädels auf Instagram. Das findet ihr auf meinem Instagram, auch in meinem IGTV. Und da haben wir alle zusammen den Stroll getanzt und ich habe dann gefragt, ob ich seinen Song benutzen dürfte und er meinte, yes. Und dann habe ich gesagt, sehr gut, dann mache ich für dich noch ein bisschen Werbung. Denn wie gesagt, er macht das alles selber, das sind seine Babys, seine Songs sind seine Babys. Und ihr findet diese Musik nicht online, ihr findet sie lediglich auf Platten. Das hat auch einen Grund und zwar, dass er sagt, er möchte, dass sich Leute wirklich bewusst hinsetzen, bewusst diese Platte einlegen und ganz bewusst sich da seine Musik anhören. Und ich finde es richtig schön, weil das auch so ein bisschen alles so ein bisschen runterfährt. Das hat sowas von wirklich sich Zeit für was nehmen. Und heutzutage nehmen wir uns alle sehr wenig Zeit tatsächlich. Das heißt, solltet ihr Interesse haben an seiner Musik, dann klatsche ich euch einmal Kontaktdaten dazu in die Infobox, wo ihr Sascha erreichen könnt, um euch eine Platte mit seiner Musik zu holen. Und ansonsten werde ich euch jetzt einmal den Schritt grundsätzlich einmal zeigen und erklären, ohne Musik. Und dann werden wir den einmal komplett durchtanzen, den Song. Hier ist so ein längeres Intro, da werde ich einfach nur so ein bisschen nicht rumwackeln wahrscheinlich, weil es geht dann so ab so einem Punkt voll los. Ja, let's go, würde ich sagen. Hier ist der Erklärbär jetzt am Start. Also ich bin kein Profi, nur mal so, aber ich zeige euch das hier trotzdem. Ich tanze seit Jahren sehr gern und habe halt mal die Frage bekommen, ob ich es zeigen könnte. Und das ist quasi jetzt gerade die langsame Version. Ihr geht also mit links einen Schritt, rechts einen Schritt, zweimal links, zweimal rechts, dann zurück und vor und Drehung schließen. Und dann ist das Gleiche wieder von vorne im Endeffekt. Ihr könnt auch, wenn ihr dann den Schritt irgendwann drin habt, Drehungen mit einbauen oder über Kreuzschritte. Das seht ihr auch gleich bei meinem Tanz, wo wir alle zusammen jetzt tanzen. I left for just a minute, and when I left, I'm pretty sure we were alone. When I came back after just a minute, I saw the biggest party ever thrown. One guy even had a wooden leg, but he was the finest dancer that I saw. Two guys were dancing the tango, and two were just lying on the floor. All in all, I counted over 70 guys, although you tell me there were only 64. Just 1 minute, where were all those people coming from? Just 1 minute, is there a party going on whenever I'm gone? Three guys were playing some poker, three other guys were playing the flute. Three guys were dancing the continental to this instrumental interlude. Four guys were drunk in the corner, four other guys were not even there. Than the Beatles' hair. Just 1 minute, where were all those people coming from? Just 1 minute, is there a party going on whenever I'm gone? Five guys were calling my mother, five other guys were dancing to shit, whatever that is. One of them was not even wearing a tie, and so the doorkeeper's forcing him to quit. We're having some breakfast. Six other guys were having a fight. I'm gonna leave for
Meine Lieben, ich hoffe, ihr hattet Spaß, tanzt fleißig, übt es wirklich einfach immer und überall, während eure Nudeln kochen, während ihr Zähne putzt. Ihr könnt diesen Schritt immer und überall üben. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei und vielleicht tanzen wir mal zusammen, sobald man wieder darf, auf irgendeinem Weekender. Also, meine Lieben, bis bald. Ciao, ciao.